Hallo liebe Freunde, wir sind heute wieder bei Köpenick zu Gast bei Jens Radke. Die ultimative Fußballkneipe in Köpenick. Und wie es den Kneipenwirten in Berlin und vor allem hier in Köpenick ergeht, werden wir mal uns von Jens erzählen lassen. Ja. Momentan läuft sein Außerhausverkauf, ist übrigens die ultimativste Fußballkneipe hier in Köpenick mit mehreren Sky-Räumen etc. pp. Momentan verkauft Jens alles da durchs Fenster. Speisen, wir können mal gucken hier. Schnitzel mit Pommes und Pizzen jeglicher Art und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt erstmal hoch und quatschen eine Runde mit Jens. Und bleibt gespannt, Freunde. Du siehst immer geil aus, Jens. Scheiße, aber stimmt dran. So. Mahlzeit. Das ist der Jens Radke. Wie lange gibt es denn die Kneipe hier jetzt? Wo wir jetzt anfangen? Im April 20 Jahre. 20 Jahre, also da kommt die, das ist, Jens, wie überlebst du das hier alles überhaupt? Ja, das wisst ihr, wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir ein bisschen was zum Start bekommen haben. Achso, ihr habt jetzt was? Nee, ihr habt's auch. Gut, November Geld gab es. Im Februar? Na ja, im Februar. Okay. Der zweite Schlag und Dezember gab es die Hälfte. Okay. Das war es aber auch schon. Aber es reicht ja hinten und vorne nicht, weil, wie gesagt, ich 2000 Euro Miete habe, Strom 700, Krankenversicherung 600. Brauchen wir nicht weiterhin? Nee, dann kommen wir mit 3000 Euro nicht weiter. Ja, so die Kopf hoch. Ja, danke. Ja. Ciao. Und wie siehst du denn die Zukunft jetzt? Ja, die Zukunft sehe ich, weiß ich selber nicht. Also, ich finde, dass die halt nicht die Scheiße bauen, die man da macht. Weil wir sehen jeden Tag die Zahlen gehen runter und dann fangen sie an von 50 auf 35. 35, genau, und da wird vielleicht 10. Da fühle ich mich langsam verarscht. Ja, richtig. Das ist Corona, jetzt wissen wir ja alle, aber jetzt ist ja wirklich einfach Schluss. Wir machen die ganzen Dinge zum 4. Monat, seitdem bis April. Dann haben wir von November 5 Monate dazu, wer soll denn da bezahlen? Und da gehen wir kaputt. Also, aber wenn ich meine Gäste hätte und meine guten Freunde, dann wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr da. Es ist ja gut, dass das alles funktioniert. Vor allem, dass überhaupt mal die Rommes hoch da kommt. Genau, aber wie gesagt, mein erstes Erspart ist weg. Alles, was man sich erspart hat, ist weg. Tschüss, Corona. So kannst du laut sein. Und du verkaufst hier Essen ein bisschen? Und ich muss ja ein bisschen Essen, die alten Leute chillen. Da wird man aber auch vom Ordnungsamt angeschissen oder von den Nachbarn hier in der Nähe. Die rufen dann die Polizei. Weil der auf sein Essen hier wartet. Genau, und weil die Leute denken, die sitzen hier drin und trinken Alkohol. Jetzt habe ich von Ordnungsamt gekriegt 5.570 Euro, weil die Leute hier vor der Tür standen und auf Getränke gewartet haben. Strafe? Ja, soll ich jetzt zahlen, genau. Ach du Scheiße. Vielen Gruß bei Frau Köhler. Na, wunderbar. Also, und ich sehe gerade da drin steht euer Angebot, genau. Was ihr so hier verkauft. Genau. Gut, das wird wahrscheinlich... Das ist doch Essen. Das, übrigens, Freunde, ich muss noch kurz die Kamera umdrehen, ich melde mich gleich nochmal. Cool. Hier, ja, Freunde, guckt mal. Das war nicht die originale Catwurst. Kennt ihr jemand noch? Das war nicht die originale Catwurst, ist die nach unserem Rezept. Wirklich, also es ist wirklich traurig. So, jetzt läuft's. Ja. Wir hatten eben unser Gespräch wird geschnitten. Technik, die begeistert. Obwohl wir nicht da sind. Noch. Jens, also. Wir hatten gesagt, Müggelheimer Straße 4 sind wir hier. Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag, immer von 16 bis 21 Uhr am Wochenende von 16 bis 22 Uhr. Genau, also wenn ihr hier in der Gegend seid, kommt ihr auf jeden Fall vorbei, checkt es mal aus. Unterstützt den Jens. Ich könnte doch mal mit Hunger herkommen. Ja? Genau. Ist immer lecker hier. So viele deutsche Sachen gibt es nicht mehr. Das stimmt natürlich. Wie gesagt, wir gucken jetzt uns von drinnen noch ein bisschen die Räume an, machen euch noch ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen, hängen die damit hinter das Video. Denkt bitte dran, 16 bis 21 Uhr in der Woche und am Wochenende bis 16 bis 22 Uhr
nur mit eurer Hilfe schaffen wir das hier alles, dass wir hier bald wieder vernünftig feiern können. So sieht's ja aus. Und Jens hält hier durch auf unser Posten am Fenster. Und tut was Gutes, kommt her, unterstützt Jens. Da ist uns allen geholfen, wir kommen bald wieder ordentlich feiern hier. Und wir hatten uns eben drüber unterhalten. Wir vermuten, oder Jens vermutet, dass wir vielleicht am Mitte April. Mitte April. Müssen wir. Wir hoffen, dass er Mitte April, also Jens hofft, dass er Mitte April wieder öffnen kann. Es gibt verschiedene Sky-Räume, denke ich. Wir haben zwei Sky-Räume. Zwei Sky-Räume. Also insgesamt drei eigentlich. Also du kannst drei Räume gucken. Zwei sind Raucher, eine ist nicht Raucher. Dann haben wir Billard, Dart, Pokern, Automaten, Internet, Essen, Trinken, Gemütlichkeit, Tanz und Spaß. Und coole Leute. Und denk dran, Borussia Dortmund Raum. Ja, natürlich. Also Jens macht wirklich vieles möglich. Er macht fast alles eigentlich möglich. Ja. Wenn ihr was... Alle Fußball-Events, alle. Genau, genau. Wenn ihr was gucken wollt, was nicht Borussia Dortmund oder 1. FC Union ist... Könnt ihr trotzdem kommen. Könnt ihr trotzdem kommen. Am besten ist, wenn Dortmund gegen Union spielt, dann ist ein Raum schon mal für beiden belegt. Die sind alle da belegt. Das, alle. Das ist ja noch euer Brei. Dann bitte vorbestellen. Ja, also auf jeden Fall immer besser. Aber wie gesagt, das ist ja noch ein Stück hin. Erst dann müsst ihr ihm ja helfen, durch die Krise zu kommen. Ja. Oh. Nochmal ein Bild von Weitem, wie Jens an seinem Fenster steht. Hey, ich bin zu dick. Nein, sag mal. Corona hat mich dick gemacht. So, Freunde. Wir machen euch da ein paar Bilder von drin, die hängen wir hinter das Video. Bis dann, bleibt gesund. Und da hätten wir jetzt zu den anderen Räumen. Leider alles ziemlich leise.